Das ist mein Favorit aus der Weinkategorie Pinot Noir, Burgund, Ortsbezeichnung. Wir reden also hier davon, dass wir einen Pinot Noir, also einen Spätburgunder, in der Flasche haben, von dem Ausnahmegut Ribouchon-Mur. Ribouchon-Mur ist in Pommard zu Hause und hat umliegend in unterschiedlichsten Ortschaften wunderbare Weine anzubieten. In 2014, das ist dieser Wein hier, hat mir vor allen Dingen der Bohn sehr gut gefallen, also Ortsangabe Bohn, und dann mit der Lage darunter L'Épinot. Dieser Wein ist eben oberhalb des Einstiegsweins zu sehen, allerdings noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ich habe auch ein Programm Les Épinots, Les Grands Épinots, das muss man unterscheiden, ist ein Premier Cru, kostet dann noch ein bisschen mehr, aber hier für ein dann immer noch überschaubares Geld schon großes Burgund im Glas. Also wenn man diese Qualität an rotem Burgunder trinken möchte, ist man normalerweise bei 60, 70 Euro. Hier ist man bei einem Drittel irgendwo. Und ja, wenn man eben wirklich selektiv vorgeht und findet einen solchen Winzer mit so einem Klassestoff, ist es eben doch möglich. Das heißt immer, großes Burgundervergnügen ist nicht für kleines Geld zu haben. Gut, ist auch kein ganz kleines Geld, aber ist ein ganz, ganz großes Vergnügen für relativ wenig Geld. So kann man es vielleicht sagen. Natürlich in diesem großen Burgundereimer zu schwenken, dann wird er es lohnen mit unglaublichen Düften. Dann wird die ganze Fazilität hier wieder unter Feuer stehen. Egal, wo ihr euch befindet, ist das jetzt ein kleines Zimmer oder auch ein größerer Raum. Er packt das, er duftet euch alles aus. Hierzu natürlich burgundisch, würde ich sagen, Braten in der Richtung irgendwelche Brasatos, würde der Italiener sagen, aber irgendwelche Bratengerichte und so weiter. Hierzu natürlich ein Traum. Was soll ich sagen? Natürlich auch Lamm. Also ich sage mal, kurz gebratenes Lamm von der Lende, Lammfilet oder sowas, auch hierzu ein Traum. Also letztendlich dunkelrote Datenbank, Rezeptdatenbank mal schauen, bei 16 bis 18 Grad servieren und sich über einen Wein freuen, der ein wunderbares Weingranatenpreisverhältnis hat, nämlich 95 Weingranaten.